Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin Extra. Am Ende einer Woche, in der sich der russische Überfall auf die gesamte Ukraine zum zweiten Mal gejährt hat und der Bundestag, genauer gesagt die Ampelfraktionen, einen gemeinsamen Antrag beschlossen haben, der die Bundesregierung auffordert, mehr Waffen zu liefern und auch weitreichende Waffensysteme. Der Marschflugkörper Taurus, den sich die Ukraine dringend wünscht, der ist allerdings nicht dabei. Zu diesen und vielen anderen Themen habt ihr uns viele Fragen an Rolf Mützenich, den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Bundestag, gestellt. Und Herr Mützenich, ich würde sagen, wir legen gleich los. Kilian hat über X gefragt, was spricht denn gegen die Lieferung von Taurus? Nun, ich glaube, dass man insbesondere darauf Acht geben muss, mit welchen Bedingungen auch Taurus geliefert werden kann. Darüber wird der Bundeskanzler mit Sicherheit auch letztlich weitere notwendige Informationen, hoffe ich, in Zukunft auch mit der Öffentlichkeit teilen. Wir haben ja auch, dass es Lieferungen aus Großbritannien oder auch aus Frankreich gibt, die auch unter bestimmten Voraussetzungen auch nur letztlich eingesetzt werden können. Und das wird sich auf Taurus, zumindest nach meinem Kenntnisstand, auch beziehen. Und weil es so sicherheitsrelevant ist, ist es auch eine Aufgabe der Exekutive, also kurzum des Bundeskanzlers und auch des Bundessicherheitsrats. Weil das noch nicht geschehen ist, so eine öffentliche Erklärung, fragt sich Schwabenblitz und einige andere sicher auch im Moment noch, er hat uns über X geschrieben, warum unterstützt man den Kampf der Ukraine nicht mit allem, was wir haben? Ich denke schon, dass wir mit vielen Dingen und letztlich auch das, was zurzeit genau gebraucht wird, Munition, insbesondere auf die Drohnenangriffe, aber auch auf die Luftangriffe der russischen Streitkräfte zu reagieren. Wir hören das immer wieder, dass ukrainische Politiker sich sehr für diese Waffensysteme auch bedanken. Luftunterstützung auf der einen Seite, Artilleriegeschosse auf der anderen Seite. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich bin kein Rüstungsfachmann, sondern ich glaube, es geht letztlich auch darum, dass das, was abgebbar ist, ohne letztlich auch die Sicherheit Deutschlands zu beeinträchtigen, auch gemacht wird. Und das höre ich auch von Seiten der Bundesregierung, aber auch von Seiten der Bundeswehr. Sie haben schon gesagt, Sie sind kein Waffenexperte, aber Sie haben den Antrag ja natürlich maßgeblich mit vorangetrieben und auch gestaltet. Dazu möchte Jan wissen, der hat uns auch über X geschrieben nochmal, denn da kommt ja der Begriff weitreichende Waffen vor. Welche Bundeswehrwaffen unterliegen denn der Klassifikation weitreichende Waffen? Nun, das ist keine festgelegte, zumindest nach meinem Wissen, militärtechnische oder strategische Kategorie. Weitreichende Waffen können teilweise in der Literatur, zumindest nach meinem Kenntnisstand, schon ab 80, ab 100 Kilometer auch der Fall sein. Deswegen ist das dehnbar, dieser Begriff. Und ich warne auch davor, dass man letztlich in der, und das ist manchmal, habe ich den Eindruck, auch von europäischen Kolleginnen und Kollegen, eine sehr deutsche Diskussion, dass man sich allein über Waffensysteme unterhält und meint, das sei der Gamechanger. Das hat ja mit dem Leopard auch nicht funktioniert. Und von daher glaube ich, wir sollten uns manchmal auch ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren. Hilfe ist auch humanitäre Hilfe, ist auch wirtschaftliche Wiederaufbauhilfe, aber insbesondere auch die Aufnahme und Unterstützung von Flüchtlingen. Da kommen wir auch zu, denn da kamen Fragen zu. Und es geht ja auch darum, das sagt der Verteidigungsminister, wir müssen der Ukraine helfen, aber wir müssen auch selbst das Land wehrhaft machen, die Bundeswehr wehrhaft machen. Da hat Armchair General gefragt über X. Wie wird die SPD die Finanzierung der Bundeswehr sicherstellen und auf welchen Zeitraum plant man da? Nun, das sind jetzt, das ist genau die berechtigte Frage. Es wird sich vielleicht noch nicht unmittelbar mit dem Haushalt 2025 entscheiden, aber mit der mittelfristigen Finanzplanung, das Sondervermögen, was aufgelegt worden ist, über 100 Milliarden Euro, das ist irgendwann erschöpft. Und deswegen stellt sich ganz konkret die Frage, wie können wir es mit den anderen notwendigen Investitionen, die ja sehr stark mit dem Strukturwandel zu tun haben, auf der einen Seite keine klimaschädliche Produktion, auf der anderen Seite gute Arbeitsplätze zur Verfügung stellen,
Daran wird sich das entscheiden. Wir haben konkrete Auffassungen. Wir wollen, dass starke Schultern im Land mehr auch letztlich für das Aufkommen beitragen. Aber auf der anderen Seite glauben auch wir, dass es entweder Ausnahmebeschlüsse für unvorhergesehene Ereignisse wie die des Ukraine-Krieges gibt oder wir ändern die Schuldenbremse im Hinblick auf notwendige Investitionen, so wie wir es mal vor 2007 hatten. Ich hatte heute Gelegenheit, darüber auch mit der Außenministerin zu sprechen. Und die hat noch einen anderen Vorschlag ins Spiel gebracht, hat gesagt, vielleicht müssen wir für diese Aufgabe Wehrhaftigkeit Bundeswehr auch das Sondervermögen für die Bundeswehr noch mal aufstocken. Und sie hat gesagt, sie sei da sogar zuversichtlich, dass die Union mitmachen würde. Weil Sie es jetzt gerade nicht mit aufgezählt haben. Ist das auch was, was Sie sich vorstellen kann? Und teilen Sie diese Zuversicht? In den jüngsten Tagen nicht mehr. Insbesondere als ich die Rede von Friedrich Merz im Bundestag gehört habe, auch bestimmte Entscheidungen wie die Abkehr von Verhandlungen, wie wir das Bundesverfassungsgericht vor den Herausforderungen der AfD auch resilienter machen können. Das kann sich wieder ändern, das weiß ich nicht. Deswegen habe ich, Sie haben es bemerkt, Herr Dais, ganz bewusst auch erstmal nicht formuliert, weil ich schon vor einigen Monaten einmal auch die Erhöhung des Sondervermögens eingebracht habe und sowohl aus der Koalition selbst, aber insbesondere auch außerhalb keine große Unterstützung dafür gehört habe, habe ich eben die zwei anderen Dinge jetzt benannt. Herr Mützenich, Julia guckt uns über YouTube zu und hat jetzt ganz aktuell eine Frage gestellt. Nehmen wir rein. Vielen Dank dafür. Wie groß, glauben Sie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Krieg auf weitere europäische Gebiete ausweitet innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre? Da steckt eine Angst hinter, die ja viele haben. Ich kann die Sorgen nicht nehmen. Ich kann auch sagen, auch ich habe Sorgen, weil Kriege, und das wissen wir aus der Vergangenheit, oft auch dazu tendieren, in unvorhergesehenen Situationen letztlich zu eskalieren. Wir haben immer noch die Situation, dass die Ukraine mit einem Land kämpft, mit Russland, was über wahnsinnig viele Atomwaffen verfügt. Deswegen will ich mal sagen, der Beitrag des Bundeskanzlers, als er nach China gereist ist, und das war ja sogar innerhalb der Bundesregierung damals sehr umstritten gewesen, war ein größerer Sicherheitsbeitrag, als nämlich in seinem Beisein der chinesische Präsident erklärt hat, es dürfen nie Atomwaffen eingesetzt werden. Und da will ich mal sagen, das ist konkrete Diplomatie und vielleicht hilft es, die eine oder andere Sorge zu nehmen. Dass aber andere Länder involviert werden können, das ist eine sehr kritische Situation, die wir uns tagtäglich auch vor Augen führen müssen. Und dazu passt die Frage, die Dodo über X gestellt hat. Wann macht sich die SPD für Verhandlungen im Ukraine-Krieg stark? Dazu muss man sagen, das wünscht sich der eine oder andere. Auf der anderen Seite lässt Putin auch nicht gerade Verhandlungsbereitschaft erklären. In der Tat, Präsident Putin ist dazu überhaupt nicht bereit. Aber man entwickelt auch keine Verhandlungen aus dem Stegreif. Sowas muss vorbereitet werden. Ich glaube nicht, dass Deutschland dafür die erste Adresse ist, sondern wir unterstützen ja ganz konkret vor dem Hintergrund auch der Charta der Vereinten Nationen die Ukraine. Aber andere Länder könnten unter Umständen auch Türöffner für so eine Situation sein, zumindest hat die Türkei bei den Getreidelieferungen damals gut vermittelt, auch beim Gefangenenaustausch. Ich finde, dass die Vereinten Nationen ein wichtiger Adressat sind. Brasilien, Indonesien, vielleicht sogar auch die Volksrepublik China. Aber das wird sich zeigen. Umso wichtiger war, dass der Bundeskanzler vom ersten Tag des Überfalls Russlands auf die Ukraine auch Partner im globalen Süden angesprochen hat, damit sie sich an der Situation beteiligen in dem Sinne, auch wenn sie es vielleicht ganz anders sehen, uns dabei zu helfen, dass dieser Krieg nicht eskaliert oder vielleicht sogar auch in einen Nicht-Krieg erstmal überführt wird. Deswegen rede ich auch gar nicht von Frieden. Wir machen weiter. Daniela hat über X geschrieben. Warum habt ihr Mark Rutte als NATO-Chef vorgeschlagen? Ich glaube, muss man präzisieren, Vorschlag haben andere gemacht, aber der Bundeskanzler unterstützt diesen Vorschlag jetzt offiziell. Ja, das ist ein Gespräch, an dem sich das Parlament nicht beteiligen braucht. Deswegen kann ich leider auch keine auskömmliche Antwort darauf geben. Möglicherweise ist es auch ein Kompromiss in diesem Zusammenhang gewesen. Ich finde, dass der gegenwärtige Generalsekretär eine Menge auch dafür getan hat. Auf der einen Seite das Bündnis auch vor dem Überfall Russlands so gut wie möglich zu einen. Er hat eine gute Vermittlerrolle gegenüber dem damaligen Präsident Trump auch gespielt. Das darf man nicht unterschätzen.
Und was vielleicht dann der noch zu wählende neue Generalsekretär an Leistungen bringt, das wird man sehen. Ich habe es nicht über X geschrieben, aber ich habe trotzdem noch eine Nachfrage. Es gab ja letztes Wochenende Meldungen, der Kanzler hätte Ursula von der Leyen als NATO-Chefin verhindert. Was können Sie uns dazu sagen? Keine Ahnung, war ich nicht dabei. Interessiert mich auch erstmal nicht. Noah hat über X geschrieben an Sie und möchte wissen, wie stehen Sie zu einem NATO- und einem EU-Beitritt der Ukraine? Wir wollen, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wird und dass auch der Beitrittsprozess zur NATO, der mit Sicherheit kein Prozess ist, der von heute auf morgen stattfindet, eine Möglichkeit bietet. Ich finde sehr gut, dass die Sicherheitsvereinbarung von Seiten der Bundesregierung mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in der vorvergangenen Woche dann auch, also vor der Münchner Sicherheitskonferenz hier in Berlin auch unterschrieben worden ist. Da sind Wege aufgezeigt worden, weil wir haben dann auch Verantwortung, insbesondere wenn wir eine Situation wiederfinden, wo dieser Krieg endet, dass wir die Ukraine weiterhin darin unterstützen, dass ein solcher Überfall nicht erneut stattfindet. Herr Mützenich, wenn man in diesen Tagen zu Fragen aufruft, dann kommen ganz viele Fragen zu Cannabis, weil das ist diese Woche noch im Bundestag beschlossen worden. Das ist was, was viele beschäftigt. Hassan hat über Instagram geschrieben, sind Sie persönlich zufrieden mit dem beschlossenen Cannabis-Gesetz? Sagt er natürlich ja. Im Rahmen der Koalition schon, weil der Fragesteller muss wissen, das sind Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten müssen. Ich war mir auch nicht ganz im Klaren darüber gewesen, dass den ersten Schritt, den wir damals machen wollten, auf Bedenken innerhalb der Europäischen Union gestoßen ist. Deswegen mussten wir uns ja sozusagen auch noch mal neu aufstellen. Unter diesen Rahmenbedingungen glaube ich, dass wir einen ersten Schritt getan haben, weil die bisherige Situation, mit der konnten wir uns ja auch nicht abfinden. Und wir kennen aus anderen vergleichbaren Ländern, da wo auch die Legalisierung für den Konsum, auf der anderen Seite aber auch der Gesundheitsschutz im Vordergrund gestanden hat, dass das ein guter Schritt ist. Wie das dann am Ende ausgeht, das werden wir auch in den nächsten Jahren sehen. Aber dass dieser Reformschritt nur in dieser Koalition möglich war, das ist auch Fakt. In den nächsten Jahren, da sprechen Sie dann die Folgen an, die so eine Freigebung, mittlere Freigabe möglicherweise hat. Der bajuwarische Gauner, der über uns über X geschrieben hat, hat aber eine Frage, ob das überhaupt wirklich in Kraft tritt. Denn eine Blockade des Cannabis-Gesetzes, schreibt er, durch den Bundesrat scheint ja möglich. Wie wollen Sie das verhindern? Verhindern wollen Sie es geben? Ja, Blockade ist ein bisschen zu stark abbremsen im Begriff. Heißt. Aber natürlich kann der Bundesrat durch die Mechanismen, die wir im bundesrepublikanischen System haben, das noch mal behindern. Am Ende wird es nicht aufhalten können. Wir haben Bedenken gehört, wir haben viel von den Innenministern gehört, wir haben aber auch Gesundheitsminister, Entschuldigung, in den Landesregierungen. Und am Ende ist es gut, wenn der Bund auch mit den Ländern noch mal darüber spricht, was gemacht werden kann. Aber am Ende wird letztlich auch das, was wir am Freitag hier im Bundestag beschlossen haben, auch Recht sein. Wir kommen zum Abschluss noch zu ein paar verschiedenen Fragen. Chantal über Facebook ist Ihre Frage gekommen. Danke dafür. Fragt, wann wird es einen AfD-Verbotsantrag geben? Wir arbeiten sehr eng auch daran. Insbesondere wollen wir vom Innenministerium wissen, wie belastbar auch alle die Dinge sind, die von Seiten des Verfassungsschutzes gesammelt worden sind. Ich verspreche mir von einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts, des Landesverwaltungsgerichts in Münster in den nächsten Wochen, wenn es dann gesagt wird, auch eine Möglichkeit, auf diese Frage vielleicht noch genauer einzugehen. Am Ende ist es aber nicht allein eine rechtliche Frage, sondern der politische Kampf mit der AfD muss aufgenommen werden. Und nach den Demonstrationen bin ja auch sehr zuversichtlich, dass gerade die Demonstrierenden die Chance nutzen, mit ihren Freunden, mit ihren Nachbarn, mit ihren Kolleginnen und Kollegen darüber zu reden, was die AfD wirklich in diesem Land will.
dass es behinderte Jugendliche letztlich als Belastung beschreibt, gegen den Mindestlohn zu sein, aus der Europäischen Union auszutreten. Jetzt geht es darum, klar aufzuzeigen, dass diese AfD niemals die Mittel in die Hand bekommt, politische Mehrheiten in den Ländern oder sogar im Bund abzubilden. Namenskollege von mir, Matthias, hat über X geschrieben, wann geht die SPD auf die Bundesländer zu, dass es eine Zustimmung gibt zum Wachstumschancengesetz für die Wirtschaft? Das tun wir. Die ganze Zeit schon. Wir haben mit den Ländern verhandelt. Es ist jetzt im Vermittlungsausschuss noch mal auf den Weg gebracht worden. Leider war die Unionsseite nicht davon, nicht davon abzubringen, das mit dem Agrardiesel zu verknüpfen. Das war überhaupt nicht hilfreich gewesen, weil wir auf der anderen Seite mit ganz vielen Verbänden, und das ist ja nicht nur der Bauernverband zurzeit, darüber reden, was können wir auch für die Zukunft der Landwirtschaft tun. Und ich hoffe, dass es dann gelingt, letztlich das Wachstumschancengesetz nach dem 22. März endgültig dann auch auf den Weg zu bringen. Letzte Frage hat Martin über X, kann und will ich Ihnen nicht ersparen. Werden die Sozialdemokraten erneut mit Olaf Scholz als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf gehen? Ich finde, Olaf Scholz ist ein erfolgreicher Bundeskanzler. Und am Ende beantwortet das nicht der Fraktionsvorsitz, sondern die beiden Parteivorsitzenden. Der SPD. Jetzt hat er sich ein bisschen rumgedrückt über die Frage, aber ich habe sie gestellt, sage Ihnen heute ganz herzlichen Dank für diese vielen Antworten, euch für euer Interesse und die vielen, vielen Fragen, haben nicht alle beantworten können, aber ganz viele. Habt einen guten Start in die nächste Woche. Wir melden uns wieder. Tschüss.